So YouTube, hallo, hallo und willkommen zu Geotastic. Wir spielen 5 Runden, 5 Orte und versuchen so viele Punkte wie möglich zu kriegen. Gestern ist das am Ende richtig in die Hose gegangen und wir haben nicht genug Punkte bekommen und dann war ich frustriert. Die Aufnahme kennt ihr natürlich nicht, weil ich sie abgebrochen habe. Dann hatten wir einmal ein Standbild am Anfang, wo es nicht weiterging mit Laden. Und dann habe ich gesagt, machen wir es doch lieber heute. Und deswegen machen wir es auch heute. Wir machen also 5 Runden, unendliche Zeit. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Prepare yourself. Und ich sage euch, Indonesien. Dedemann. Keen, Niederlande, Polen. Solen Group, SRL, Minimarkte, Domival, Telekom, Vodafone. Western Union, Kaufland, okay, Europa auf jeden Fall, StarTax, steht leider nicht da, StarTax Polen oder so, Coffee Restaurant, E85 sind wir, das ist auch gut, Publicare, Publicita, Italien, Minimarte. Vis-à-vis de Notariol David. Magazinul Central. Musat. Roman. Nee. Preturi. Mit einem Zedir unten. Mit dem A etwas. Ungarn wieder. E85. 2 Euro eine Cola. Rumänien. Okay. Das ist doch mein Ansatzpunkt. E85. Das ist auch praktisch, nicht? Das ist hier. Und Bakesti ist in der Nähe. Okay, Rumänien ist relativ lang. Und Valusi über die 90. Na, das ist ja noch praktischer. Oder nee, 90 Kilometer, nicht Valusi. Okay, wo ist Valusi? Wo ist Baksetti? Hier ist Faltencenti, Borsanki, Zirit. Valusi. Okay, dann müssen wir im Bakau sein, nicht? Und wo ist Baksetti? Oder ist Bakau Baksetti, Baksesti? Ich hoffe mal nicht. Margarini, da ist Borsesti, aber wir so ein Bassesti. Aber ist egal, nicht? Wir wissen, wir sind hier, wir sind an irgendeinem Kreisverkehr. Hier ist ein Kreisverkehr. Da ist der andere Kreisverkehr. Okay, schon sehr gut. Das wird doch eine Punktlandung, hoffe ich. Oh, hier hätten wir auch eine ganz genaue Beschreibung gehabt, wo wir sind. Rumänien. Regional. Roman. Ah, die Straße steht halt nicht dran. Wir brauchen jetzt einen Straßennamen. Der war ein bisschen versteckt in Rumänien. Die hatten nicht sowas wie Straßenschilder, nicht? Die hatten das, glaube ich, am Mast manchmal dran stehen oder an den Hausecken, wenn man Glück hatte. War dann nicht jedes Haus. Not so gut.
Eine Seitenstraße würde ja auch schon reichen. Wenn hier mal einen großen Park. Den muss man doch sehen. Park hier. Könnte sein, dass wir hier drin sind. Und dann sind wir auf den ersten Kreisverkehr, auf den zweiten Kreisverkehr gefahren. Die kann man reinfahren, aber es geht nicht weiter. Na, so eine Straßen haben wir hier nur nicht. Okay, wo ist noch grün mit den zwei? Aber hier ist auch ein Kreisverkehr. Die können also auch hier hinten sein. Das geht nach Osten. Und unsere Straße geht nach... Norden mit leichten Einschlag nach Osten. Das können schon die sein. Aber die Straße geht nach Osten weg und die gibt's hier nicht. Und der Park wäre auf der Seite. Hier unten sind noch Parks. Hier sind auch Kreisverkehre. Okay, sie haben ganz viele Kreisverkehre. Eurokreise, nicht? Das hilft also alles nicht in die Richtung. Bacau, das hatten wir doch aber gelesen. Osteria Romana. Ja, die Bank. Okay, wir gehen mal hier nochmal hin. Wir starten an einer Viererkreuzung mit einer Zweiteilung. Das muss man auf der Karte erkennen. Und die Straße geht West-Ost. Das ist das Ding? Eigentlich nicht. Die eine Seite müsste so aussehen. Die anderen müssten normal sein. Und wir haben vier Dinger. Wir können auch hier rauffahren zum Beispiel. Vielleicht ist das ja umgebaut worden. Das hatten wir ja gestern auch, dass es nicht immer gleich ist. Hier ist Kaufland. Nicht, da stand ja auch Kaufland dran bei uns. Aber das wird's auch nicht sein. Nee. Okay, vielleicht finden wir in die andere Richtung Straßennamen. Da steht irgendwas dran, aber das werde ich nicht lesen können. Ich meine, wie finden die sich zurecht, wenn die Briefe ausliefern, nicht? Wäre schon mal gut, irgendeinen Straßennamen in der Nähe zu haben. Dann könnte man zumindest eingrenzen. Wo das ist. Und einen großen Einkaufsladen haben. Hier ist auch noch ein Lidl. Hier ist noch ein Kreisverkehr. Okay, wir sind also drei Kreisverkehre. Die Straße geht West-Ost mit einem Kreisverkehr. Dann kommt ein Kreisverkehr und dann kommt wieder ein Kreisverkehr nach dem Bogen. Die hier verläuft halt nicht West-Ost. Also vielleicht sind wir auch nicht in der Stadt, ne? Das kann auch noch sein. Dass wir vielleicht eher im Foscansi sind oder so. Hier sind nämlich auch drei Kreisverkehre hintereinander. Aber ich sehe unsere Straßenauffahrt nicht. Obwohl, das könnte die hier sein. Aber wir kommen ja West-Ost dann raus, nicht? Das West-Ost würde ich vermuten, bei uns zu sehen, aber haben wir nicht. Wobei, von hier nach Vasuli wäre es wahrscheinlich länger.
Aber vielleicht ist hier dieses B, Baby Barecki Bassetti auf dem Weg. Berhersi. Ballard. Ne. Ist auch nicht hier auf dem Weg. Da unten werden wir nicht mehr sein, nicht? Da kann das hier nicht so weit weg sein. Das sind 90 Kilometer hier. Wo ist Vassetti? Vasuli? Da in der Ecke. Ich leg mal dieses Messding an. Also 100 sind bis hier. Von da. Das Einzige, was wir wissen, wir sind auf der E85. Und die verläuft Ost-West. Das tut sie ja nirgendwo. Wir sind hier so einen kurzen Moment mal in der Stadt. Hier zum Beispiel. Hier ist das ein Straßenname. Das hilft uns. Roman Musat Rot Republika. Uitiz Uniri Stadion Milkovici. Balladuli. Romanduli. Also Straße der Republik. Die hätte ich schon gedacht, dass wir die denn sehen. Okay, dann vielleicht doch da unten. Oder auf eine der Dinger. Könnte auch sein. Gucken wir mal hier. Straße der Republik. Ja, hier. Dann sind wir hier. Strada Republika, Strada Mara A Uniri. Nee, wir suchen Musat. Also bis hier ist Republiki, Roman Musat. Okay, die gibt's irgendwie auch nicht. Das macht mich unglücklich. Nicht, dass das aber hier so ein kleiner Weg nur ist, dann. Oder die hier ist so. Nee, die heißt Uniri. Wow. Republiki. Und die hört hier auf. Hier ist Semare. Und wir kommen, wo kamen wir denn her? Back to previous. Wir kommen aus der Richtung. Das heißt, wir sind auf der Republiki. Das ist schon mal gut. Roman Musat in die Richtung und in die Richtung haben wir Boulevard Roman Musat. Boulevard. Das muss doch aber sichtbar sein. Boulevard muss doch was Großes sein. Nicht, dass das nur so abgekürzt ist. Hier ist Boulevard Gari. Was haben wir hier noch für Hinweise? Das ist vielleicht nicht schlecht.
Roman Mossad, vielleicht sind wir auch in Roman Mossad, vielleicht gibt es da auch eine Republiki. Gibt es hier vielleicht Roman Mossad? Oder der Bezirk heißt Roman Mossad? Aber warum steht das dann auf dem Straßenschild? Ihr würdet lachen, wenn jetzt hier eine Roman Mossad ist, aber keine Republiki. Nee, das passt hier gar nicht. Hier, Roman. Dann sind wir vielleicht hier drin. Roman Mossad und eine Republiki. Und Kreisverkehre. Nee, keine Kreisverkehre. Können wir auch nicht hier sein. Hier ist aber Boulevard der Republiki. Aber falsche Ausrichtung. Ja, aber hier dreht er. Hier ist auch ein Kreisverkehr. Aber es ist halt nicht Strada, sondern Boulevard. Aber hier ist Mossad. Vielleicht heißt die hier Road? Nee, Boulevard. Was steht denn da an dem Schild? Wo ist es hin? Steht da Boulevard? Doch, Boulevard. Okay. Krass, dann sind wir in Roman und das ist Mossad. Roman Mossad. Okay, dann starten wir. Das, was wir wo wir starten, sehe ich nicht. Das ist der Park. Dann ist das hier falsch dargestellt. Dann fehlt hier nämlich die Straße. Das könnte hier der Fehler sein. Okay. Wenn ich jetzt hier nach Norden fahre, nicht, ist links der Park. Oh, das ist... Und dann geht die eine Straße hier. Ah, das ist dann die da vielleicht. Okay. WB-Seelentrost. Bin auch wieder da. Ach, Normal Element ist auch wieder da. Ihr WB't euch alle paar Sekunden und dreht euch. Ich bin da verwirrt. Dann lass es dir schmecken. Wir lassen uns auf jeden Fall Rumänien schmecken. Das ist die Straße. Ah, die ist zu, deswegen ist die nicht eingezeichnet. Alles klar. Hier ist die nämlich noch offen in dem Bild. Oder? Nee, ist auch zu. Ah, da kann man nur parken. Das ist die hier. Alles klar. So, und wir starten dann wo? Genau hier vor. Also dort. Finish. 2,73 Meter. Haben wir. Bin erst nach Süden gegangen. Aber wo ist denn das Bussetti? Da ist auch Bassesti. Okay. Und da ist Valusi. Okay. Anstatt nach Süden hätte ich nach Norden gehen müssen. Hätte ich schneller gefunden. Aber okay. Runde 2. Wollen wir Runde 2? Thailand? Myanmar vielleicht? Bangladesch? Indien? Das ist ein Schild. Da kann man vielleicht ein bisschen... Ah, muss Indien sein. In der Thai-Region, nicht? Hier stehen drei verschiedene Sprachen, oder? Ich gehe mal von Indien aus. Gestern hatten wir Glück mit Indien. Da sind wir in der Hauptstadt gestartet von so einem Lokalbezirk. Und direkt am Kreisverkehr. Das war super. Das war so ein gutes Merkmal. Ich habe erst den falschen Kreisverkehr genommen. Aber dann ging es eigentlich. Vielleicht hat der ein oder andere das Video ja gesehen. Aber wir müssen jetzt erstmal irgendwas Großes finden. Zumindest ist hier viel Verkehr.
Das bedeutet zumindest Dörfer in der Nähe, die irgendwie verbunden sind. Und wo viel Verkehr ist, ist auch oft eine Autobahn oder zumindest eine Schiene. Und an der kann man sich auch gut orientieren. Und da, wo Schiene ist, ist oft Fremdenverkehr und dann stehen die Sachen auf Englisch dran. Das ist meine große Hoffnung. Weil anhand der Lehmhütten oder der trocknenden Sachen hier werde ich nicht herausfinden, wo wir sind. Vielleicht sehen wir auch wieder Klufahren, Kuhfladen am Rand rumliegen, die getrocknet werden von den heiligen Kühen, die hier einfach grasen. Ich frage mich immer, die Kuh, also die haben alles grün, es gibt überall Wiese, es sind überall Blumen und die Kühe sehen so abgehungert aus. Weil die können doch alles fressen. Nicht? Warum sehen die so aus? Wahrscheinlich, wenn die Kuh zu gut im Fleisch ist, dann ist sie gleich aufgegessen oder so. Ziegen. Bangladesch. Okay, Bangladesch wird scheiße. Die haben sehr wenig dran stehen. Oh no. Warum denn nicht Indien? Der Automod? Was macht der Automod? Gra reicht nicht. Was? Sie redet in wilden Zungen, oder wie man so schön sagt. Brücken haben sie auf jeden Fall. Aber leider keine Züge. Eine Zuglinie wäre jetzt natürlich super geil, weil ich glaube, davon gibt es 4, 5 große, an denen man sich vielleicht orientieren könnte. Formulier noch mal neu. Ich glaube, die Nuggets waren nicht mehr gut. Du meinst Rasen? Jetzt weiß ich, welches Wort du meinst. Ich dachte, das Sternchen muss mit was ersetzt werden noch. Ich glaube, das andere Wort wird in gewissen Bereichen für anderes verwendet und deswegen ist es im Automod drin. Aber ja, viel Rasenwiese reicht nicht für eine Kuh? Na doch. Ich meine, was fressen die denn bei uns? Bei uns sind die ja hochgezüchtet, darf man ja nicht vergessen, und werden absichtlich gemästet. Das ist ja nochmal was anderes, aber das hier sind doch eher nicht so eine hochgezüchteten Kühe. Die müssen doch selber wissen, wie sie überleben, oder? Hat man ihnen das so abtrainiert? Jetzt probierst du alles durch. Oh, das sah gut aus. Ein altes Tor mal. Aber das Metalltor sieht nicht mehr gut aus.
Ah, ich glaube, hier können wir ewig fahren, nicht? Hier werden wir nicht viel Hinweise kriegen. Shit. That's a problem. Oh, oh. Scheiße, er hat mich gedreht, aber ich glaube hier in die Richtung. Oh, wir sind an was Großes gekommen. Na, das Problem ist, man kann nichts lesen hier. Wenn wir Glück haben, finden wir irgendeine Bank, bei der das in Englisch dran steht. Wenn wir nicht in der Touristenregion sind, dann haben wir so gut wie verloren. Wollt ihr nach links oder wollt ihr nach rechts? Wollen wir da in die Richtung oder wollen wir in die Richtung? Eins oder zwei? Für die Leute im Video, der Chat wird für euch entscheiden. Wunderschöne Gefährte hier übrigens. Ich meine, an sich voll cool, oder? Schön bemalt. Hat was. Aber ob ich mich darin sicher fühlen würde, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall farbenfroh, nicht? Das fehlt bei uns so ein bisschen immer sowas. Sogar hier, guck mal, mit Handyhalterung. Wow. Respekt. Eins. Okay. Oh, oh, oh. Guck doch mal. Irgendwas, aber leider nicht lesbar. Norad. Manchmal stehen die Sachen, die international sind, auf Englisch noch dran. Das heißt, wir sind aber vielleicht wirklich irgendwo im Nirgendwo. Oh Mann. Wie gesagt, irgendwann habe ich mal in Bangladesch oder Indien anhand eines Arztes, der hier war, herausgefunden, wo ich bin, weil der sein Schild auf Englisch hatte. Und der hat natürlich genau geschrieben, er ist der Arzt in der Region und bei der Hauptstadt. Und dann konnte man das einordnen, aber so... Uiui. Oh. Ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken. Aber es ist schon voll. Ich glaube, das ist eine gute Richtung, oder? Ah, guck mal, Schule. Das ist schon mal wichtig. Vielleicht gibt es dann auch eine Schiene oder einen Bahnhof in der Nähe, damit die Schüler hierher kommen. Western Union National Bank. Oh ja, sowas ist gut. Aber ich glaube, die wird nicht so groß sein, dass man da was lesen kann, nicht? Das ist nur so ein Automat hier irgendwo. Sehr sichere Brücke. Wer würde rübergehen? Wer würde sich trauen? Ich würde ganz schnell rüberrennen, solange kein Auto drauf ist. Aber Auto und dann wir. Au, 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 au. Das könnte böse enden, nicht wahr? Ja, man kann echt viel entdecken, wenn man einfach nur in Geotastic irgendwo rumfährt. Gut, es gibt auch Orte wie gestern die Wüste, nicht, wo gar nichts los war. Aber hier hat man echt viel zu gucken, links und rechts. Es hat auch echt hohe Bevölkerungsdichte. Und wahrscheinlich würden wir genau wissen, wo wir sind, wenn wir... Wie heißt die Sprache? Farsi? Nee. Bangladeschi? Das ist auch nicht indisch, nicht?
Die reden doch noch ein bisschen was anderes da. Bitte schenk uns eine Autobahn. Autobahn wäre auch cool. Weil wenn wir eine Autobahn hätten irgendwann, dann könnten wir auch genau sagen, das ist die und die, aber... Nicht ein Wort Englisch. Oh, hier, Stainless Steel Mills. Everything steel, stainless. Na, immerhin. Oh, Friedhof, oder? Der muss aber echt alt und vergessen sein. Da ist schon Gras über die Sache gewachsen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da sind höhere Gebäude. Ich glaube, am Wasser entlang ist gar nicht schlecht, nicht? Das wird uns irgendwann in eine größere Stadt bringen, wo vielleicht das ein oder andere auftaucht. Ich meine, hier sind auch ständig Schulen und Fußballplätze und sowas. Manchmal gibt es auch Englischschulen oder so, wo man dann da drüber sehen kann, wo man ist. Und noch ist alles leider nicht in unserer Sprache. Wo sind die Übersetzer, wenn man sie mal braucht? Na, guckt, aber da wird's noch höher. Okay, wir fahren in irgendwas rein. Irgendein englisches sprechendes Gebäude wird's da drin schon geben. Nee. Ich dachte, ich hatte ein gutes Schild gesehen, aber war anscheinend nicht. Wohnt da jemand drin? Haben die da einfach so ein, sich so ein Ding vor das Haus gebaut? Ah, guck mal, wir müssen in eine große Stadt reingefahren sein jetzt, ja. Er hat zumindest anhand der Menschenmassen gemerkt, dass man nicht im Nirgendwo ist. Was ist das, Dakar oder so? Wie heißt denn das? Ah, muss nicht. Und hier wieder die super tollen Strommasten. Also, dass da überhaupt irgendjemand durchblickt noch. Ist richtig verrückt, oder? Oh, oh, wow. Okay. Es wird gestützt mit Bambusrohren, das Gerüst. Gut, aber Bambus ist sehr stabil, nicht? Da sollte man... Das Problem ist, hier ist so viel, schon fast wieder zu viel, nicht? Dutch Bangla Bank Borguna Branch. Okay, wir sind in Borguna. Mal gucken, sehen wir Borguna? Dhaka. Bogra sehe ich. Borguna. Israel. Ah, knapp. Knapp daneben.
Hallo, Isiko. Borguna. Jaipur. Rangpur. Borguna. Ich hoffe nicht, dass hier eine Region halt Borguna heißt. Barishal, Dakar. Ja, die sind eher so nach den größeren Städten da drin benannt, nicht? Chittagong. Bagahari. Sylhet. Wir brauchen einfach eine Adresse, die lesbar ist für uns. Boah, ist auch krass. Würdet ihr euer ganzes Gebäude einfach blau pinseln? Ich meine, das ist auffällig, nicht? Und wahrscheinlich günstig, weil du einfach 80.000 Liter blau abnehmen kannst. Schon irgendwie heftig, auffällig. Im Pink. Das wäre genauso auffällig. Kannst ja gegenüber bauen. Oppo. Handys gibt's auf jeden Fall auch. New Sabina Pufdoc Center. PVC Door Center. Okay, also du kriegst PVC-Türen. Aber man merkt nicht, es wird internationaler. Yamaha. Und es steht mehr Englisch dran. Das ist immer ein gutes Zeichen. Milzen Motors. Das heißt, da gibt's irgendwo... noch mehr, wo das herkommt. Da sind schon Telefonnummern, die wir lesen können. Crank Premium Battery. Okay, die Crank Premium Battery. Die brauchen wir. Honda. Ich habe immer die Hoffnung, dass in einem so einem schmalen Text denn die Adresse auf Englisch steht, aber Nilo Hero. Da ist ein grünes Haus. Das Graue geht sogar. Oder schwarz. Oh. Ich sag, also ich hatte mal schwarze Wände. Würde ich nie wieder machen. Würde ich nicht empfehlen. Hier ist wieder der Stainless Steel. Es ist sehr erdrückend und sieht nicht gut aus. Frisst dir das ganze Licht und mach dich selber nur kaputt. Das ist auf jeden Fall nicht cool. Man weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Bei so einem schwarzen Raum. Ah, da, guck mal. MM Tower, Near Opula Office, Barguna Sadar. Barguna Sadar. Okay, wir wissen ja, dass wir in Barguna sind, aber wo ist Barguna Sadar? Da fehlt noch ein Komma für die Region. Nicht, wir wissen, wie der Tower jetzt heißt. Wir wissen, wie das Gebäude hier heißt, aber wir wissen nicht, wie die Region heißt. Wir wissen, wie die Stadt heißt. Verdammt. Es gibt nämlich noch ausführlichere Adressen. Da steht ja noch Region und Hauptstadt. Als Goss macht das nicht kaputt. Also ich würde sagen, es macht dich trotzdem kaputt, auch wenn du nicht glaubst, dass es dich kaputt macht, macht es dich trotzdem noch mehr depressiv, als du vielleicht sein willst. Auch wenn du denkst, es macht dich nicht kaputt. Weil allein dieses, du hast keine Kontraste und kein Abheben der Ecken voneinander, also du fühlst dich, als ob du einfach in
Nein, in der Leere schwebst. Auf einer aber erdrückenden Weise. Weiß nicht, ob ich das nochmal haben wollen würde. Eine Blackbox, ja, quasi. Also, meins war es auf keinen Fall. Du magst das. Ja, na klar kann man es mögen, aber ich glaube, es ist trotzdem nicht für einen gut. Dann doch lieber knalles Pink. Okay, jetzt haben wir schon wieder raus. Das heißt, wir müssen eher zurück und nochmal umdrehen. Du nimmst so ein helles und ein dunkles Schwarz und schon hast du Kontrast. Du kannst ja das Vanta Black nehmen, dann siehst du nicht mal mehr irgendwas. Ja, hier wird nichts mehr kommen. Vielleicht eine Autobahn könnte hier kommen. Das wäre vielleicht noch ein cooler Hinweis. Oder ein Grenzübergang oder sowas. Wäre auch nicht schlecht. Ein Darkroom mit Helmwänden ist aber auch kacke. Ja, gut. Wir werden ja mal alle Psychologen befragen, ob dunkle Wände depressiv machen. Wahrscheinlich werden 99 von 100 Ja sagen. Aber wie weit kann man der Meinung von solchen Leuten auch trauen? newsherrbaguna@gmail.com. Baguna. Also ich sehe Bagmara. Baguna, hier. Hier sind wir. Okay. Und wir fahren, wir fahren West-Ost und die Straße macht so einen Schlenker. Und wie heißt das Ding? Das hatte doch einen Namen hier. MM Tower. Near Upsilla, Opusilla. MM Tower. Bracker Office. Baguna Launch Terminal. Fire Station. Jetzt ist nur die Frage, selbst wenn wir das jetzt wissen, und wir kamen aus dem Osten, oder? So, wir sind in die Richtung gefahren. Das heißt, wir kamen aus dem Osten. So sind wir so gekommen. Das heißt, irgendwo aus dieser Straße sind wir gekommen. Also irgendwo hier raus. Tja. Ich habe mich mega wohlgefühlt, musste dann wegen Ausbildung umziehen, weil ich den Bus von den Zeiten her nicht bekam. Hab hier hohe Wände und möchte ich nie streichen. Ich hasse Weiß. Pfui. Was ich halt mag, also ich habe überall weiße Wände, weil ich zu faul bin, beim Ausziehen die Wände nochmal anders zu streichen. Ich hatte in meiner letzten Wohnung farbige Wände und das war ein Krampf am Ende. Ja, wir haben hier zumindest ein Ding. Also wir fahren irgendwie nach Norden und wir haben nach Westen eine Straße. Die Frage ist, wie viel fahren wir nach Norden, nicht? Also hier sind so doppelte Dinger, die hatten wir nicht. Ich weiß halt auch nicht mehr, wie weit wir gefahren sind. Das war schon ein Stück in die Stadt rein, nicht? Jedem das eine. Wer sagt, dass du gut drauf sein willst? Wenn ich jeden Tag mit einem rosa Barbie-Zimmer hocken würde, würden mich Einhörner ankotzen, würde ich mir das nennen. Okay, das lese ich lieber nicht vor. Als bei schwarzen Männern.
Gut, sagen wir mal so, ich glaube, jede Farbe hat in gewissen Abstufungen Extreme zu bieten, die man nicht übertreiben sollte. Das Problem ist, jetzt sind wir so lange aus der Stadt raus, dass ich halt den Weg dahin nicht mehr im Kopf habe. Und wir sind erst in der zweiten Runde. Aber Bangladesch ist auch schon echt übel. Aber das muss man ja sehen. Es geht oft, also es geht gerade wirklich nur nach Nord. Ja gut, wir können nicht lesen, wie die Schule heißt. Mit einem leichten Klick nach Nordosten dann. Und dann wieder zurück nach Norden eher. Okay. Dann wieder ein bisschen eher Nordosten. Ich glaube, das sieht man auf der Karte nur ganz geringfügig. Ich brauche die Anschlussstelle nochmal. Mich fragte mal ein Therapeut beim Kennenlerngespräch, sind Sie in 10 Jahren noch immer schwarz angezogen? Ich sagte ja, also sagte er, dass ich mich nicht ändern möchte und er behandelt nicht. Als ob das was ist, was ich ästhetisch finde, mit mir mit ändern zu tun hat. Ja, die sind halt auf Oberflächlichkeiten reduziert, nicht? Die Dinger. Deswegen, wenn dir das vorgeschlagen wird, dann der Arzt will sich nicht um dich kümmern, der schickt dich dahin. Ja, das ist. Das bringt halt gar nichts so. Denn lieber ein Arzt, wenn der einfach nur eine Spritze gibt. Wenn man Schmerzen hat, dann hat man da wenigstens in Ruhe. Okay, kurz ging sie nach Osten, jetzt geht sie wieder nach Norden. Und jetzt nach Nordosten. Ich weiß halt nicht, ab wann die Stadt zählte, nicht? Und wann sind wir auf die große Straße aufgefahren? Da wäre die Richtung, Ausrichtung wichtig. Dann könnte ich das sagen. Jetzt müssen wir das also nochmal machen. Hier ist eine Brücke. Okay, Brücke ist hilfreich. West-Ost verläuft der Fluss. Gut, das könnte jetzt auch nur dieses Stück hier mal sein. Hier haben wir auch einen Fluss. Hier gibt es keine Straße, die nur nördlich verläuft. Wir wissen, wir kamen vom Osten in die Stadt rein. Hier verlaufen Straßen recht nördlich. Aber nicht über dem Fluss. Die hier könnten wir schönsten stehen. Aber die ist... weiß nicht. Dann wären wir hier raufgekommen. Gut, wenn wir auf die... Da, wo wir vorhin raufgekommen sind, in die andere Richtung an einen Riesenfluss kommen, dann wissen wir, dass wir da irgendwo waren. Wir haben uns ja für links und rechts entschieden vorhin. Das ist das Gleiche mit den Schwanzmännern. Ich muss doch nicht wie jeder sein. Musst du ja auch nicht. Ich weiß, also... Dieses... Also für mich war es ganz schlimm. West-Ost. Ich finde graue Wände zum Beispiel wesentlich besser. Und da fahren wir wieder über den Fluss. Okay. Ah, das ist echt nur ein Tümpel dann. Der geht Nord-Süd. Und wir gehen dann West-Ost. Also wir fahren die ganze Zeit nach Norden. Und dann gehen wir irgendwie über einen Fluss und dann gehen wir rum und dann fahren wir über irgendeinen Tümpel. Hm.
Irgendwie passt hier keine richtige Route. Und hier unten werden wir nicht sein. Jedem das eine. Wer nicht gut drauf sein will. Achso, mit dem Barbie-Zimmer, das hatten wir schon. Ja, ja. Jetzt waren wir neben dem Fluss. Und dann geht er weg. Ich meine, es gibt nur diese eine Straße nicht und links und rechts kommen immer mal Sandwege ran. Ich müsste mir eigentlich gleich so ein Aufzeichnungstool bauen, was mir zeigt, in welche Richtung ich gefahren bin, nicht? So irgendwie Paint im Hintergrund und dann malt ihr gleich mit auf, in welche Richtung es geht. Jetzt kommen die Kühe. Jetzt geht ihr wieder nach Norden. Also wir sind kurz nach Norden, Nordosten, Osten und dann wieder nach Norden. Der Fluss verläuft West-Ost, geht dann nach Norden, um dann nach Osten auch wieder abzudriften. So, jetzt fahren wir harte Kurve nach Osten. Das hier ist jetzt die entscheidende Stelle. Wir kommen nordöstlich irgendwo an. Und hier die Straße geht nach Norden weg wieder. Und die andere geht nach Süden weg. Aha. Also wir fahren die ganze Zeit nach Norden. Und dann geht unsere Straße so ein Stück weg. Kommt irgendwo an in irgendein Dorf. Und dann gibt es wieder eine Nord-Süd-Strecke. Und irgendwie müssen wir auf diese Straße hier kommen. Wäre die hier nördlicher, hätte ich ja gesagt, wir sind auf der hier oder so, aber der Fluss ist halt auch auf der falschen Seite. Und hier sind alle so gewunden, nicht? Und doppelt und so. Schon merkwürdig. Okay, wartet. Ich speichere nochmal die Ecke hier ab. Wir gehen mal nach Süden und gucken mal, wo wir da hinkommen. Oh Mann, Bangladesch ist echt eine harte Nuss. Okay, hier ist wieder ein Dorf. Jetzt fahren wir quasi in so eine Straße, aus der wir kamen, nicht? Die ist natürlich ein bisschen mehr östlicher und windet sich stärker. Da steht was, aber da kann ich nicht vor dem Schild halten. Auch nichts auf Englisch drauf. Okay. Okay, hier geht's auch ganz schwer voran. Es bringt also nichts. Dann fahren wir wieder nochmal nach Norden
Und dann kam relativ zeitnah die große Straße, nicht? Bis ihm viel Verkehr kam. Ah nee, jetzt sind wir die ganze Zeit an dem Fluss entlang. Stimmt. Jetzt sind wir die ganze Zeit am großen Fluss entlang. Dann sind wir jetzt... Das muss doch der hier sein. Dann sind wir hier in die Stadt gefahren? Krass. Weil woanders... Das kann nur der hier sein. Und hier, dann kommen wir aus der hier. Hier sind wir über dem Fluss. Dann kommen wir von hier unten. Stehen wir irgendwo hier. Das ist unsere. Das ist die, die nach Norden führt. Dann geht sie kurz nach Nordosten über dem Fluss. Dann knickt sie nach Osten ab. Dann geht sie nach Norden. Kurz vor dem Dorf geht sie nach Osten, damit wir nach Nord und Süd kommen. Nach Süden kommen wir nicht wirklich weiter. Und nach Norden geht es jetzt hier an dem Fluss entlang, bis wir oben in die Stadt kommen. Okay. Jetzt habe ich die Stelle auf wenige Meter eingegrenzt. Aber jetzt wird es schwierig, weil das jetzt weiter einzugrenzen. Und hier ist auch die doppelte, die Brücke hier. Und das ist da, wo der Fluss weggeht. Ja, das passt auf jeden Fall. Wir müssen mal also von unserem Startpunkt jetzt nach Süden gehen. Und da machen wir einen kleinen Knick dann nach Südwesten. Oh, ist da eine Karte drauf? Nee. Schade. Hätten sie ja mal machen können für uns. Und dann kommen wir in ein Dorf auch. Und dann kommt hier eine Brücke wieder. Aha, aha. Und den Fluss würde ich nicht sehen. Wir sind auf jeden Fall von der Stelle. Was das sein könnte, dass wir hier östlich gefahren sind und dann kommen wir von hier. Hier würden wir auch nicht über den Fluss kommen. Das macht mich jetzt stutzig. Der sieht jetzt auch nicht so klein aus, dass er nicht eingezeichnet ist. Er verläuft Südost nach Nordwest. Also so. Es könnte also dieses Stück hier sein. Aber wir fahren ja nicht so. Wir fahren ja schon recht lange. Vielleicht ist hier ein Fluss, nicht? Der nicht eingezeichnet ist. Das sieht. Deswegen die Doppelstraße. Das ist ein Fluss hier. Vielleicht ist der künstlich angelegt worden. Deswegen nicht eingezeichnet. Ja, okay. Das heißt, wir sind jetzt hier. Bridge Club. Ja, okay. Also entweder ist es ein Bridge Club oder ist es wirklich wegen Brücke. Der Brückenclub. Und dann kommen wir hier rauf und dann gibt's... Genau, dann geht's nach... Nordwest weiter und hier ist der Bazar. Okay, das passt. Ich würde schon sagen, dass das hier ein Bazar ist. Okay, können wir auch nicht weiterfahren. Da hinten sehe ich Wasser. Das ist dann der große Fluss. Okay, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, auf welcher Höhe wir sind. Also wir haben nach Westen eine abgehende Straße.
Das heißt, wir könnten hier stehen. Oder hier. Stimmt ihr mir zu oder nicht? Und da kommen jetzt die kleinen Wege. Ich würde sagen, wir stehen da. Bang. 3 Meter. Haben's. Bangladesch besiegt. Und wir sind wirklich hier über den Fluss, dahin, darüber, da, wo wir nicht mehr weiter konnten. Hier an dem Fluss entlang und dann da das Stück durch die Stadt. Und GG. Wow. Jawohl. Und ich würde sagen, in der nächsten Aufnahme machen wir die anderen 3 Runden.